Meine liebe Freunde von DCS World, hier ist Danny von Starstream. Ich bin wieder Flimakilo. Sitze seit längerer Zeit mal wieder in einer Hornet. Na, müssen wir wieder ein bisschen was für die Navy tun. Und mal gucken, was so geht. Ich glaube, die Mission ist gerade neu gestartet. Und eigentlich wollte ich mal Schiffe jagen mit der Harpoon. Das habe ich nämlich seit Ewigkeiten nicht gemacht. Ich glaube, irgendwann mal, als ich die Hornet gelernt habe. Und ja. Deswegen habe ich Bock. Du hast gerade was gestartet, glaube ich. Entschuldigung, rechtes Triebwerk geht hoch. Und ja, ich denke mal, wenn das Ding hochgefahren ist, gucke ich mal, was wir so machen. Haben wir ein bisschen Ruhe. Kein Stress. So, rechtes Triebwerk kommt. Engine Crank links. MFDs sind an. Okay. Starten mal unser Flight Control System in Test. Ich resette mal unser FCS. Ist resettet. Linkes Triebwerk einkoppeln. Und ich starte mal unser Alignment auf CV für Carrier und lade mal unser Stored Heading. Countermeasures an. Irgendwas Namen, den stelle ich mal auf Rack. Oh, na, es joinen hier, glaube ich, gerade relativ viele Leute, deswegen kann das gut sein, dass das hier mal so ein bisschen stuttert. HMD, ist es da? Sieht nicht so aus. Muss ich mal unseren Menschen hier sagen, Ground Crew. Alles klar, jetzt kann ich den hier anmachen. Da ist das HMS und ich gehe einmal hier auf Bit, dann auf HMD, um jetzt hier einmal den Test zu starten vom HMD. Da geht der Test los und da ist schon der nächste Kollege, der hier in der Hornet sitzt. Ist, wie gesagt, ist, glaube ich, ist Freitagabend, ist, glaube ich, viel los. Das reicht, hier auf Stop. Jetzt gehe ich nochmal aufs Alignment. Sag hier HMD. Sag jetzt hier Align und. Ui. Krieg hier den Stutter des Todes und hoffe, dass mein DCS jetzt nicht stirbt. Ich bin jetzt gerade vom Carrier gestartet mit Harpoons. Wie gesagt, ich möchte heute gern Schiffe jagen in der Hornet. Ja, hier sind wir gestartet. Ich fliege hier über Zypern. Mein Zielgebiet ist hier vorne. Ich steige jetzt gerade. Hab wie gesagt dabei zwei Bags mit Sprit, eine Sparrow, zwei Harpoons und zwei Sidewinder. Und dann gucken wir gleich mal. Ich habe die Waffen schon konfiguriert. Die sollen low fliegen. Und ich warte gleich auf den Radar. Auf den Radar-Log. Okay, im SAS hört man gerade noch zwei Leute, die wollten bei mir in die Mission einsteigen. Hat aber, glaube ich, nicht funktioniert. Weil irgendeiner von den beiden hatte Startprobleme und. Die haben dann gesagt, ich soll ohne die losfliegen. Machen wir das erstmal. Ich würde sagen, ich melde mich gleich, wenn ich hier im Zielgebiet bin und anfange, die Schiffe zu jagen. Die roten, bösen Schiffe. Und ja, bis gleich. Es wird schon ein bisschen spannend. Ich bin jetzt gerade mal hier auf mein Ground-Radar gegangen. Und sehe hier schon das erste Schiff. Und ich will jetzt einmal gucken, ob ich den Log kriege. Und können wir auch gleich mal gucken, ob ich die Harpoon schon umschalten kann auf den richtigen Modus. Ich wechsle jetzt einmal hier auf das rechte MFD und ja, klicke jetzt mal TMS Right, um das Ziel zu locken. Ich kriege einen Lock und jetzt gucke ich mal, ob ich die Harpoon umschalten kann. Ja, tatsächlich. Jetzt kann ich auf RBL-Modus stellen. Und ich bin sogar schon in Range für den Harpoon-Schuss abgefahren. Das Ziel ist irgendwo da vorne. Ich sehe aber nichts. Wir brauchen unbedingt die Kontrolle.
Ich gehe jetzt aber nochmal auf Step auf die andere Waffe und sage hier auch Modus RBL. Also wir können die einfach locken, dann die Gegner oder die Ziele, und dann können wir eigentlich schon schießen. Ich weiß nicht, ob wir diesen HTP-Punkt brauchen, den Harpoon Turnpoint. Ich bin mir da nicht sicher. Bin mir da überhaupt gar nicht sicher. Ich glaube, wir brauchen den nicht. Das ist das einzige Ziel, was ich bisher gefunden habe. Ich selektiere das mal und ja, wie gesagt, ich schaue noch mal, was das hier ist. Immer noch das einzige Ziel, was ich jetzt hier gerade sehe. Ich fliege geradeaus weiter und ja, das könnte das Ziel sein. Ich logge das jetzt noch mal. 63 Meilen. Ich bin noch zu weit weg. Ich gehe weiter runter. So kann ich nämlich durch die Wolken nichts sehen. Genug Sprit habe ich. Das ist nicht das Problem. Ja. Was schreist du mich an wegen Autopilot? Ich habe den doch gerade deaktiviert. Bleiben Sie entspannt. So, ich gehe mal unter die Wolkendecke und hier können wir mal gucken, ob ich was im Flieger sehen kann. Ah, es sieht schwierig aus. Ich gehe mal auf IR und zoom mal. Oh! Du bist ein Kriegsschiff. Auf dich kann ich schießen. Da gehe ich aber erst noch näher ran. Warte. Ah, ich krieg den Lock gerade nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich brauche aber den Lock. Sonst kann ich nicht schießen auf dich. Los, komm. Da war der Lock. Okay. Ziel ist gelockt. Ich würde so gerne auf 40 ran und dann schieße ich die erste Harpoon drauf. Aber ich würde sagen, ach, sobald ich in den Targeting-Pod gehe, bemerke ich gerade, verliere ich den Lock. Das ist gut zu wissen. Das wusste ich nicht, dass das so ist. Komm schon. Los. Alles klar. Ziel ist gelockt. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Speed mit. Master Arm on. Ich gehe wieder einmal auf das Missile, um sicher zu gehen, dass da alles passt. Und der Mode hat sich nämlich schon wieder geändert. In Range. Ich bin theoretisch sogar in Range. Ich habe ja zwei Missiles, ne? Ich möchte jetzt schon mal feuern. Los geht's. Rifle. Da geht sie ab. Und sie geht tief. Jetzt weiß ich nicht so genau, ob ich jetzt hier ewig im Lock bleiben muss. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Jetzt mal wie ein Autopilot für die Höhe. Und ja, ich gucke dem Missile jetzt mal zu, was es so macht. Also sie geht schon mal tief, das ist schon mal gut. Und ich gehe auch mal ein bisschen raus hier aus dem Burner und gucke dem Missile jetzt mal ein bisschen zu. So richtig schnell sind die nämlich nicht. Das ist leider nicht keine RB-04 oder RB-15 wie in der Wicken. Das sind nämlich die richtigen Missiles. Nicht hier diese kleinen Dinger von der Hornet. Nichts gegen die Hornet und die Harpoons, aber Leute, eine RB-04 ist einfach geiler. Die hat, glaube ich, sogar noch einen Feststoffantrieb. Das sieht richtig gut aus, wenn man das Ding wegschießt. Kann ich ja nochmal irgendwann demnächst zum Vergleich mal abschießen. Das macht Spaß. Ein bisschen Gas noch und ich gucke noch ein bisschen dem Missile zu. Den Lock hat sie sogar noch. Ich weiß gar nicht, ob wir den die ganze Zeit aufrechterhalten müssen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die lockt denn irgendwie selbst. Hoffe ich zumindest. Ich sage jetzt der anderen Harpoon zur Sicherheit, dass sie. Genau. Sie ist ja schließlich schon im richtigen Modus. Und die sind auch nicht wirklich schnell, ne? Darf man nicht vergessen. Die sind nicht schnell, die Missiles.
Ich kann nochmal auf den Flieger gehen. Ja, das ist ein Boogie, würde ich sagen. Noch trackt er nix. Jetzt habe ich hier auch das Ding verloren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihm noch irgendwie hätte Parameter geben müssen, aber ich glaube eigentlich nicht. So, da ist wieder unser Ziel. Ah ja, er geht auf jeden Fall runter und trackt, glaube ich, was? Schauen wir mal. Ist da irgendwas da vorne? Noch sehe ich nichts. Sagt eigentlich die SA-Page hier. Ja, alles was böse ist, ist weit weg. Das ist schon mal gut. Ich guck mal weiter dem Missile zu. Und schau mal, ob sie irgendwann was kriegt. Ja, so langsam. Nee, ich sehe nichts. Aber sie bewegt sich. Ja, hier ist kein Schiff, ne? Doch, da hinten. Da hinten links. Wollen wir mal gucken, ob sie den Weg findet. Aber ich glaube, die fliegt dran vorbei. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Da geht tatsächlich was. Schön rein da an die Flanke. Ah, sie wehrt sich, er wehrt sich, er wehrt sich. Nein! So ein verdammter Dreck. Da hat er das Mist. Ah, der hat abgeschossen. Boah. Jetzt bin ich schockiert. Nee, nicht. Also, ist ja okay. Ich meine, letztendlich würde ich mich auch nicht so abschießen lassen. Okay, wo ist das Scheißschiff? Vorne. Also muss man, glaube ich, zwei Harpoons drauf schießen. Oh, das nervt mich jetzt hart. Ich hätte einfach zwei Harpoons drauf schießen sollen für ein Schiff. Das ist mir, wie gesagt, mit einer RB-04 noch nie passiert von der Wiggen oder so. Oder von der RB-15. Habe ich das eigentlich schon gesagt, dass das mit einer RB-04 oder RB-15 noch nie passiert ist? Scheiß Harpoon. Okay, ich gehe einmal auf. Guck, vielleicht habe ich jetzt ja mit dem Missile Glück. Geben wir dem mal ein bisschen Speed. Rifle. Okay, ich drehe ab.
Flieg schon mal Richtung Norden nach Hause und guck dem Missel aber zu. Weil dann würde ich sagen, jage ich da gleich nochmal zwei Missiles drauf. Für die Ehre und so. So. Genug Sprit habe ich ja. So. Mann, ich bin sowas von ultra genervt. Das ist der Taker, der ist 73x, glaube ich. 73x. Kann ich schon mal auf On stellen. HSI. Und ich gehe hier auf Tarkan. 92. Herzlichen Glückwunsch. Bin ein bisschen. So, gucken wir mal. Da ist das Schiff wieder. Wahrscheinlich wird er wieder gefressen. Also wahrscheinlich braucht man zwei Harpoons pro Schiff. Der fliegt auch viel zu hoch. Wird nix. Ich bin sowas von genervt. Ich schneide in dieses Video gleich nochmal einen Angriff mit einer Wiggen. Das ist nämlich was völlig anderes. Das muss ich jetzt einfach machen. Ich habe eigentlich keinen Bock, jetzt wieder zurückzufliegen, um dann nochmal mit zwei Harpoons wiederzukommen. Aber man kann es einfach sehr gut vergleichen, was mit einer Wiggen geht. Ich glaube, ich mache das. Bis gleich. Okay, Leute, ich habe mir jetzt gerade eine Wiggen klar gemacht. Stehe hier oben neben Inschlick auf dem Flugplatz, dessen Namen ich mehr vergesse. Das ist Adana Sakipasa. Mein Ziel ist hier unten. Dresden heißt der Wegpunkt. Hier ist mein B1-Wegpunkt und ich will hier in Akrotiri landen, weil zurück werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, das nur, dass ihr das wisst, was ich hier so vorhabe. Deswegen, ich habe mit zwei RB-15. Das wird ein langer Flug, deswegen melde ich mich einfach gleich, wenn ich bei B1 bin. Also bis gleich. Jetzt kriegen wir leider ein Problem. Ich habe jetzt hier das Radar mal auf 120 Meilen, Kilometer, wir sind in der Wiggen und ich sehe schon, hier sind mehrere Schiffe. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, was ein Tanker ist und was kein Tanker ist. Das ist sehr schwierig zu sehen. Die größeren sind wahrscheinlich Tanker. Und da ich die hier schon auf 120 Kilometer ziemlich gut sehen kann, könnte das ein Indiz sein. Ist blöd. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kollege hier hinten vielleicht ein Kriegsschiff ist, aber ich weiß es nicht. Ich möchte da eigentlich nicht so gerne nah ran, um das festzustellen. Jetzt weiß ich nicht so genau, was ich machen soll. Ich lese mir nochmal die Mission durch, die ich habe. Da ist natürlich eine Hornet besser mit TGP, die nochmal identifizieren kann, was es denn am Ende ist. Briefing. Find and destroy them, but beware that civilian ships are still active in the area and... Ja, fuck it. Tja. Das ist jetzt auch nicht so gut. Da melde ich mich gleich mal zurück. Bin nicht so ganz sicher, was ich da jetzt mache. Ich überlege mir was. Das ist spannend. Ich glaube, der Typ, der hier jammt, könnte auf jeden Fall ein Ziel sein.
Das ist auf jeden Fall ein Indiz für mich, dass das ein Ziel sein könnte. Huch, das ist jetzt aber schwierig, den da rauszuselektieren. Ich gehe schon mal ein bisschen weiter runter. Aber ich überlege gerade, wie ich den am besten gleich kriege von den. Der wird auch anfangen, mich zu beschießen, wenn er mich gleich irgendwann sieht. Ich gehe davon aus, dass das der Bug, also dass das auf jeden Fall unser Ziel ist. Das Jamnitz, das ist der jammt. Ich werde so auf 50 Kilometer ranfliegen, vielleicht sogar noch näher, so nah wie möglich. Vielleicht sogar auf 20. Und versuchen, die Missile so zu schießen, dass er das nächste Ziel ist. Weil was ich jetzt gleich mache, ich schieße die eigentlich im Dump-Modus ab, die RB-15. Das heißt, die geht geradeaus nach vorne. Und dann nimmt sie das erste Ziel, was sie findet. Werde ich vielleicht gleich einen kleinen Bogen fliegen. Sodass ich ihn gleich vielleicht von vorne erwische. Und ich hoffe, dann ist sie das erste Ziel, ist das Schiff, das da jammt, auch das erste Ziel in Reichweite. Weiß nicht, ob das klappt. Das ist jetzt aber so der Plan, den ich habe. Um da vielleicht ja, das zu erreichen, was ich möchte. Ja. Ich könnte schon auf 60, könnte ich schon mal gehen. Ne, dann sehe ich nichts. Spannend. Aber ich müsste gleich auf 60 was sehen. Hätte ich jetzt so gedacht. Da, ah, doch so langsam. Aber ich würde jetzt ungern auf die Zivilschiffe schießen. Das heißt, ich werde noch ein bisschen geradeaus fliegen und dann. Ja. Mit der Nase auf den Feind zeigend zu fliegen und das Missile loswerden in der Hoffnung. Er ist dann der erste Kollege in Reichweite. Höhe bin ich jetzt auf 2000 Meter gesunken. Geht aber noch ein bisschen tiefer, ne? Also langsam ist er sogar. Ah. Das könnte echt funktionieren, was ich vorhabe. Ich glaube, ich muss den Bogen größer fliegen. Dann könnte das funktionieren. Oh, ich bin auch nicht mehr weit weg. Es sind nur noch 20 Kilometer. Ach, ich glaube, dann schieße ich schon mal das erste Missile raus. So. Das kann man im NAV-Modus machen und ich hoffe, ich habe alles richtig konfiguriert. Und mal gucken, ob es funktioniert. Na, ich lasse ihn jetzt mal doch genau drauf zu fliegen. Alles klar. Die bewegen sich ja ein bisschen. Also machen wir es so. Gucken, ob es ein bisschen rausgeht. Oh, jetzt gehen sie doch beide raus. Ich wollte eigentlich nur einen rausschießen. Und da ballern sie los. Ich werde jetzt schon mal auf meinen Flugplatz in Richtung des Flugplatzes fliegen und gucken wir mal an, was die Missiles hier so machen. Schade, ich wollte eigentlich demonstrieren, dass hier ein Schuss reicht. Aber man kann eigentlich schon ganz gut sehen, dass die Jungs hier schneller fliegen. Das kann man ganz eindrucksvoll sehen, finde ich. So. Gut, ich beobachte die jetzt mal weiter und guck mal, wie. Ach, es sind so geile Missiles. Gehen auch noch wirklich tief. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da sind Ziele.
Ich glaube, die beiden vorderen, vielleicht werden die beide auf einen gehen. Und ich schätze, das erste wird einschlagen und dabei die zweite Rakete zerstören. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die nicht getroffen werden. Ja, es fliegen die so einen Bogen. Bam! Die waren sogar so schnell, dass ja, der Typ keine Chance hatte. Das ist einfach was anderes. Also wenn man Schiffe jagen will, dann ist das 50 mal geiler als eine Harpoon. War jetzt auch doch recht einfach zu finden, dass das Ziel meiner Meinung nach, denn die haben gejammt. Und jammende Ziele, das kann man eigentlich ganz, also jammende Ziele sind immer militärische Ziele. So habe ich jetzt für mich rausgefunden, in dem Fall, dass das die militärischen Ziele waren. Mal gucken, vielleicht werde ich jetzt noch landen und danach nochmal das andere Ziel jagen. Ich hätte nämlich auch beide jetzt jagen können. Ich wollte nicht, dass beide Missiles rausgehen. Eigentlich checke ich auch nicht, warum das passiert ist, denn es stand eigentlich auf Einzel. Naja, ich lande jetzt und dann starte ich vielleicht gleich nochmal. Falls nicht, hoffe ich, dass es für euch interessant war. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend und es hat sich auf jeden Fall auch bestätigt, was ich gesagt habe. Erstens, also das Missile ist sehr viel schneller unterwegs. Das Missile wurde nicht mal beschossen. Ja, und das Ziel war halt sofort weg, ne? Also RB-15, RB-04, das sind die Missiles to go, wenn ihr Schiffe jagen wollt. Jo, bis zum nächsten Mal, falls ich mich entscheiden sollte, nicht mehr das zweite Schiff zu jagen. Bis dann.